So, der Majid ist, glaube ich, der einzige Händler. Wir haben Weltwirtschaftskrise, irgendwie habe ich das Gefühl, gefühlte. Und du stellst ein teureres Rad nach dem anderen vor und bist total entspannt. Denn das Ganze siehst du langfristig, oder? Mein Gott, also ja gut, es gibt immer einen Markt für teure Räder. Und da haben wir uns natürlich spezialisiert. Und du hast dich auf exotische Räder spezialisiert, die nicht jeder hat. Und das ist ein XL-Rahmen. Das Besondere, der neue TQ-Motor, ein besonders leichter Motor? Besonders leicht, leise und klein. Das ist gerade mal so groß wie eine Cola-Dose. Was interessant ist, dass die Kurbel eigentlich schon so groß ist wie der Motor. Wie der Motor, dass du den Motor gar nicht ziehst, wenn du den drehst, ja. Deswegen haben die auch die Kurbel genommen, 100%. Ja, die Kurbel wurde genommen, weil wir haben hier die RRSL-Version. RRSL-Version heißt ja immer bei Mondraker der Best und die leichteste Version. Okay, was wiegt das? Wir sind ungefähr bei 18 Kilo, glaube ich, oder 17. 18 Kilo für ein E-Bike. Und das Besondere hierbei ist wirklich, dass du 250 Wattstunden hast. Aber jetzt kommt's. Du kannst diese 250 Wattstunden erweitern durch dieses neue Modell. Und du hast tatsächlich schon einen bekommen. Genau. Die Range Extender von TQ, die sind ja gerade mal so groß wie eine Flasche. Ich glaube, wiegen 1 Kilo, wenn ich mich nicht irre, oder 1,5 Kilo. Fitlock. Das heißt, ich mache einfach meine Fitlock-Halter hier dran. Den habe ich ja hier. Das können wir zeigen. Das ist ein Fitlock. Ja. Ja. Quatsch. Der geht hier. Das ist ja der andere Halter. Der so. Ist ja andersrum jetzt von dem Dings. Der ist so rum. Drehen. Und genau, ja, da geht er einfach dran und den kannst du einfach abmachen. Und es hat halt auch diesen Verriegelungsschutz, nicht, dass bei der Fahrt hier der Akku wegfliegt. Mach mal ran. So, und dann, das ist jetzt der Range Extender und dann hast du doppelte Akkukapazität. Du hast dann 500 Wattstunden insgesamt. Genau. Mach nochmal drauf. Mal kurz gucken. So, das ist induktiv wie eine Zahnbürste. Induktiv wird die Leistung ans Fahrrad abgegeben. Das heißt, durch praktisch mentale. Vielleicht irgendwann mal kommen, wie. Ich habe ja sowas tatsächlich, so ein fürs iPhone, dass du ein Range Extender sozusagen hast. Sag mal, wie geht das? Also induktiv, ja. Aber hier ist ein bisschen anders. Also ist eine magnetische Powerbank. Hierbei gibt es noch ein Kabel. Genau. Du hast dann dein Kabel hier und dann kannst du quasi anschließen und dann da vorne. Also Vorsicht, dass nicht runterfällt das Fahrrad. Sonst wären 11.990 Euro. Ich zeig's mal gerade, hier vorne ist das Preisschild. Wären dann futsch. Das wollen wir nicht. Gut, wollen wir nicht. Außerdem sind wir ja nachhaltig unterwegs. Das heißt, viel schöner wäre es ja, wenn wir dieses Fahrrad wie viele andere verkaufen. Du hast ja 3 verschiedene Abschlüsse, muss man sagen, an der Universität. Genau, ich krieg gerade mal hin. Das heißt aber nicht, dass man solche Aufgaben hinkriegt, so einfach. Gebe ich dir recht, genau. So, wie funktioniert das jetzt? Das heißt, ich. Du kannst einfach anschließen. Du kannst hier so. Ach, da oben? Laden. Genau, und dann kannst du hier. Da mach mal wieder ran. Ich will einmal beweisen. Kann ich ja jetzt nicht drehen. Ne? Ich muss ja. Da kann sie drehen. Ja, gut, das muss ich ja drehen. Das reicht ja nicht. Achso, du kannst aber den. Und dann du kannst den Anschluss aber drehen. Den. Ah, nee, kannst du nicht. Jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, der Flaschenhalter ist umgekehrt drin. Und jetzt hast du den hier drin. Und dann wäre der dann so. Und der geht jetzt nicht, weil der Halter falsch schon drauf ist, korrekt? Ja, genau. Den müsst du um 180 Grad drehen, damit es gehen. Okay, genau, das wollten wir verhindern. Das wollten wir zeigen. Aber das ist das Schöne, wenn du in TikTok willst, bei einem 12.000 Euro Fahrrad, musst du es nur einfach einen Ständer runterfallen lassen. Da kriegen die Leute schon drauf. So, das war jetzt, ja, nicht gewollt, aber egal. So, fangen wir an. Rahmen. Flasche ist auch noch dabei bei dem Preis. Fitlock ist auch schön. Dass bei dem Preis schon dabei ist. Okay, das heißt, du drehst die Halterung, dann kannst du den Range Extender machen. Genau, aber noch was. Du hast hier auch einen Fitlock-Adapter, ne? Den du da dran machen kannst. Du kannst dann die Flasche hier hin machen und den Range Extender hier. Das würde beides miteinander gehen. Okay, verstehe. Das Besondere an dem Konzept ist sehr leicht. Es fühlt sich an wie ein ganz normales Mountainbike, wenn man es fährt. Das haben viele bestätigt. Es ist ein Ticken schwerer natürlich, weil die Batterie und der Motor muss ja alles ein bisschen weg. Aber es hat. Die Basis von Foxy entstanden. Foxy ist ja so der Bestseller beim Mountainbiker. Das ist so das Enduro All-Mountainbike seit Jahren. Und das haben die einfach dann mit dem TQ-Motor, mit dem gleichen Geometrie versehen. Und so ist das Neat entstanden. Das Fahrrad heißt Neat.
Und da gibt es drei Versionen. Neat Air haben wir letztes Mal gedreht. Neat RR habe ich auch. Und Neat RRSL. Da gibt es drei verschiedene Versionen. 8000, 10.000, 12.000. Und je nachdem sind dann die Abstufungen. Hier haben wir halt die leichteste Version, wo wirklich alles optimiert ist. So, schön. Wir haben uns gerade eben vom Schwestermodell was gezeigt. Crafty, genau. Crafty. Das mit dem Bosch-System dann. Das mit dem Bosch-System. Das hier ist erlaubt natürlich, dass ich ganz anders arbeiten kann. Auch von dem, von allem. Von allem, genau. So, hier siehst du sehr schön die Integration von zum Beispiel Gewinden in Carbon, also wie schön das hier gearbeitet ist. Wenn ich hier mal so ganz langsam rüberfahre, sieht man, das ist natürlich Metall, das Gewinde. All das ist schon schön zu sehen. Also da kriege ich Gänsehaut, wenn ich sowas sehe. Das ist wirklich sehr, sehr gut verarbeitet, ja. Und ein Vorteil ist beim Mondraker, du kannst den Akku rausnehmen. Das ist zum Beispiel bei Simpler nicht der Fall. Es ist einer der wenigsten TQ-Räder, wo du den Akku rausnehmen kannst. Das heißt, ich könnte das Ding ins Flugzeug bringen damit. Und weil eben 250 Wattstunden kannst du in den meisten Fluggesellschaften das Fahrrad abgeben und dann mitnehmen. Ja, aber ich könnte zumindest mal den Akku rausnehmen, weil wenn die fragen, ist es ein E-Bike, sagst du nein, weil es ja keine Batterie drin. Ja, genau. Und du drehst hier auf und dann kannst du den Akku von unten rausnehmen. Okay, verstehe. Auch ganz wichtig, der könnte ja mal kaputt gehen. Was weiß ich, warum auch immer. Er kaputt gehen könnte, kannst du selber wechseln. Leicht ausschalten, wie bei Simplon kannst du auch ausschalten, musst halt den Motor aufmachen, aber hier ist einfach viel leichter. Ich weiß, bei Rotwild, da kostet so ein Akku, weil der eben auch aus Carbon ist, die Halterung und der Akku und so und Vermögen. Was kostet der denn ungefähr? Der Range Extender, 300-400 Euro, glaube ich, oder 500 Euro. Nicht mehr? Nicht mehr, genau. So, könnte ich... So groß wie eine Flasche, ne? Also, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich könnte den doch jetzt auch in den Rucksack machen und können wir noch einen zweiten reinmachen. Halter dann hier reinmachen. Ja, klar. Klar. Ja. So, das heißt, oder wenn jetzt im Bikepark, die haben jetzt hier 10 Stück gekauft als Vermietfahrzeuge, habe ich nämlich gesehen im Whistler, ganz viele Vermietfahrräder, da könnten die aufladen, du könntest einfach unten reinkommen, tauschst die einfach aus, fertig. Genau, und dann kannst du schon losfahren, genau. Das ist doch cool. Das ist doch die Lösung aller Zukunftsprobleme. Dass du einen auswechselbaren Akku hast. Ja, genau. Der aber so leicht ist, meine ich. Also genau. der 250. Du kannst hier sogar den Kabel hier dran festschrauben. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, dass es irgendwann mal abgeht. Sag mal, die 250 Wattstunden halten hier aber viel länger als beim normalen Bosch. Ja, definitiv, weil der Motor viel, viel weniger verbraucht. Wir sind hier komplett anderes System. Die 250 Wattstunden sind fast wie 400 Wattstunden bei Bosch. Und durch Doppelakkufunktion, also 500 Wattstunden, komme ich ohne Probleme 100 bis 120 Kilometer Reichweite. Das ist krass. Also gedacht ist das ja, damit du den Bikepark... Natürlich weniger, weil es 5, 6, 7 Kilo weniger wiegt. Erstmal durch den Carbonrahmen sparen wir 3 bis 4 Kilo und dann durch den Motor und Konzeption sparen wir natürlich auch was. Ich mag das hier, weil da kann ich durchfilmen. Guck mal, kannst du hier so, da siehst du, jetzt ist das wieder. Die Rahmengeometrie und die Rahmenform von Montreal wurde auch hier weiterhin beibehalten. Es ist wirklich super filigran gemacht. Ich weiß nicht, ob man es in dem Video sehen kann. Wie flach es ist. Ja. Ich habe mal so ein iPhone daneben. Das iPhone-Test. Es ist wirklich super filigran gemacht. Das ist gerade mal so dick wie ein iPhone. Also mich hast du ja eh schon überzeugt, aber jetzt muss man nur noch die Leute überzeugen, hier 12.000 Euro am Tisch zu legen. Das ist jetzt ein Fahrrad, das wird auch nicht so oft gebaut. Ne? Es wird vielleicht 1.000 Stück davon gebaut im kompletten Jahr und das ist, ja. Also eine SRAM-Bremse? Das ist jetzt kein Massenprodukt. Wir haben hier die Level Ultimate drauf, auch eine neue Bremse. Ja, die habe ich aber jetzt nicht getestet. Soll angeblich super sein, glaube ich auch. Auf der anderen Seite haben wir auch eine Besonderheit. Wir haben die... Es ist die neue Schaltung drauf, ne? Die neue XX-Schaltung. Jetzt müssen wir vorsichtig sein, dass wir das Ding nicht umwerfen. Warte, ich gehe mal hier vorsichtig dran vorbei. Und das ist die neue Schaltung. Damit haben wir übrigens das letzte Video begonnen mit der Schaltung. Und eigentlich ist es das Highlight am ganzen Fahrrad hier im Moment. Genau. Aber eigentlich, vielleicht kannst du erklären, was alles neu ist. Ich kann das erklären. Das ist eine Schaltung ohne Schaltauge. Ohne... Ja, habe ich das gut gesagt? Ja, genau. Das kommt direkt an der Achse hier. Der Funk. Das kann gar nichts mehr verbiegen. Ach, hier können wir es schöner zeigen, weil er jetzt weiter weg ist. Also wenn hier, wenn ich jetzt umfalle oder jetzt ein Stein dagegen kommt. Ja, es klappt gut. Ja, ist ja jetzt eingeschlagen. Ne? Das führt dazu, dass man die Schaltung gar nicht mehr bricht. Ach so. Ach so, ich weiß nicht. Ah, ja, alles klar. Also, das heißt, wenn ich jetzt hinfalle oder irgendwas jetzt dagegen kommt. Ne? Du hast richtig hart drauf gehauen. Ja, ich haue jetzt gerade richtig hart drauf. Ja klar, wenn du fällst, ist ja auch hart. Das kostet auch 2.500 Euro die Schaltung, aber die geht nicht kaputt. Weil mal, was kostet die Schaltung? 2.500. 2.500 Euro ja. Für eine Schaltung? Mit der dafür krieg ich ein ganzes Fahrrad. Mit einer, oder halt nur die Schaltung. Und die Schaltung, also die hält einiges aus. Ne? Also, du siehst ja, ne?
Mhm. Und wenn hier irgendwas reingeht, ein Ast oder so, das ist doppelt gelagert, das müssen wir unbedingt nächstes Mal zeigen. Da brauche ich halt jemanden, der das Fahrrad festhält. Das ist doppelt gelagert. Du kannst trotzdem treten, während hier ein Ast reingegangen ist. Und du brauchst dir keine Sorgen zu machen, dass die Schaltung bricht. Also da hat sich Sam wirklich Gedanken gemacht. Ach so, das heißt also, jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, absoluter Wahnsinn. Das heißt, auf dem Rädchen ist nochmal ein Lager, ja, sodass, wenn ein Ast reinkommt, dreht sich's weiter. Du könntest aber eins machen, du bist ja ein starker Mann. Ich halte es hoch, du drehst es. Nein, du müsstest einfach nur drehen. Wenn du das Ding. Nein, einfach nur im Stand drehen. Das müsste auch gehen. Nein, hier vorne an dem Rädchen einfach drehen mit deinem Innenbus. Guck mal. Ja gut, hier geht ja das Dings rein, ne? Der Ast rein. Und dann kannst du trotzdem, wenn du an der Kurbel drehst, dreht sich das mit. Andere Richtung, mach mal. Geht ja nicht. Nein, unten, andere Richtung drehen, nach oben. Mach mal, das müsst ihr nach oben mitdrehen. Weißt du was wir machen? Ich halte das Fahrrad hoch, du lässt das Mikro auf dem Boden. Ich lasse das Mikro auf dem Boden, ja gut, wir zeigen es. So, jetzt muss ich irgendwie, ich halte das Fahrrad hoch, jetzt muss ich mir gerade überlegen, er hält das Fahrrad hoch und ich stecke das Ding rein, okay? Komm, das ist ja super. So, da das jetzt der Ast, guck mal hier, das ist der sogenannte vermeintliche Ast, das passiert wirklich, ist mir schon selber passiert. Jetzt stecke ich den rein. Nein. Das heißt, du legst dich nicht auf die Fresse. Nee. Weißt du, was passiert ist? Das ist eine Doppellagerung, das dreht sich aber weiter. Ja. Das ist krass. Geiler Scheiß, gell? So, wenn du gerade mal loslässt, so, es dreht sich jetzt auch mit, na, ganz normal. Jetzt kommt der Ast, Achtung. So, jetzt hätte ich nicht weiter drehen dürfen, ist in den Speichen drin. Okay. Haben wir doch gut hinbekommen, wir beide. Aber geil, oder? Ja, es ist zumindest mal eine Geschichte, die gar nicht so witzig ist, weil wenn da wirklich was reinkommt, dann ist die Fahrt meistens zu Ende und hier passiert eigentlich während der Fahrt gar nichts. Genau, mein Schaltwerk kostet ja auch fast ein paar Tausend. Also, Schaltwerk ist genug. Also erstmal, wo ich das gelesen habe, habe ich nicht verstanden, wie es funktioniert. Und wir haben es dann hier probiert, so, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Hast du gerade gesehen, ne? Ja, das ist der Wahnsinn. Ja. So, wenn du gerade unten bist, zeig mal die Funksattelstütze. Haben wir die auch? Also du drückst drauf. Ach, wie, hat keinen Akku, doch. Wie wird die eigentlich aktiviert? Also hast du eine Luftkartusche hier? Nein, dass die angeht, das Bluetooth an und aus. Ist es, das ist immer automatisch. Erschütterung oder wie? Wahrscheinlich. Ja, okay. Wie das Ding funktioniert, viele fragen ja. Da ist eine Luftkartusche drin, die könnt ihr auch danach füllen, genauso wie der Dämpfer mit der Dämpferpumpe. Und da ist ein Magnetventil. Hier ist ein kleiner Stromgeber, da hier ist ein kleiner Akku, ne? Den zeigen wir mal, ne? Und dann, wenn da Strom drauf kommt, geht das Magnetventil auf, da geht halt Luft raus oder wieder rein. Ne? Und dann kannst du nach oben oder unten. So funktioniert das Ganze. Warte, wenn du es gerade nochmal zeigst, also unten die Batterie ist die gleiche wie bei der Schaltung. Genau, die Batterie ist die gleiche wie bei der Schaltung. Kannst du austauschen. Tauschen. Und dann, du hörst es vielleicht, da geht das Magnetventil gerade drauf. Ne? Und wenn ich hier drauf drücke, kann ich den ganzen Tag machen. So, und dadurch, dass es Funk ist, hast du keinen Baudenzug mehr, der kaputt gehen kann. Das ist ein Riesenvorteil, dass kein Bauden... Nur reinstecken und dann ready to go. Ready to go. So, und ja, es stellt sogar automatisch, das ist auch noch ein Riesenvorteil von der Schaltung, sie justiert sich vollautomatisch. Sie justiert sich vollautomatisch und du kannst mit dem Handy verbinden. Und dann kannst du mit dem Handy sogar die Feineinstellung machen. Das macht auch dieses rote Plastikding bei der Schaltung aus. Das ist ein optischer Justier... sag ich mal, Werkzeug, die da drin ist, Ding, damit sich die Schaltung dann... Warte, ich komm mal zu dir, wenn wir schon da sind. Ja, du hast einen tollen Laufradsatz aus Carbon und nämlich von dem... Nee, du hast die Alu. Qualitäts... Du hast die Alu. Nee, du hast Carbon. Nee, ist Carbon. Ist Carbon. Nee, ich weiß es, weil du siehst nämlich, wenn du von hier oben guckst, die Carbonfasern, die kannst du sehen. Carbon. Das ist also hier eigentlich ganz gut zu sehen. Ich erkläre dir das mal. Wenn das so aussieht, Majid, dann ist es Carbon, also verstehst du? Im Anfasser ist es sehr kalt, deswegen, na gut, das ist Carbon aber. Ja, kann sein, aber ich muss auch viele sagen, warum wisst ihr das nicht? Bei so vielen Fahrrädern und mittlerweile echt... Majid, hast du dich denn nicht gut vorbereitet auf diese Videos? Weil wir drehen ja heute nur 20. Ich bin nie vorbereitet. Wir gucken immer, was wir drehen, weil ich glaube, ein guter Verkäufer, der muss immer Ahnung haben. Die Bremse, sag mal, das ist eine ULT Level. Das ist eine Level Ultimate, genau. Also habe ich, wie gesagt, noch nicht selbst probiert, weil die ist niegelnagelneu, die Bremse. Und es hat kein Mitarbeiter von mir noch drauf, aber irgendein Mitarbeiter wird es wahrscheinlich jetzt demnächst bestellen und dann kriege ich auch Feedback, wie das läuft. Aber was ich so von SRAM kenne, wird die gut funktionieren. Auch hier ist natürlich kein Baudenzug drin, weil das Ganze ist ja hydraulisch. Also da kann auch nicht so viel passieren. Aber auch die Kabeldurchführung, guck mal hier, wie schön das gemacht ist. Super clean. Super clean. Und du hast hier das Display, 2,5 Zoll Display von TQ. Ne? Warte, zeige ich mal gerade. Das hat unglaublich,
Ach, es hat keinen Anschlag, das Fahrrad. Ja, doch. Irgendwann ist mal. Nicht eingestellt. Ist, ja, nicht eingestellt. Ist nicht eingestellt. Aber einen Anschlag hat es, ja. So, und dann zeige ich es mal gerade. Hier unten hast du also das TQ-Display. Zeigt die wichtigsten Sachen, Batteriestand und welche Stufe ich Stufe. Bin. Das sind die drei verschiedenen Stufen, die ändern. Genau. Und es hat eine Walk-Funktion. Das ist ganz wichtig, wenn ich nämlich wirklich mal am Hang bin. Wenn ich hochlaufen will. Bin total im Eimer und drück drauf und es schiebt sich alleine also, den Berg. Wenn du dreimal den Berg runtergefahren bist und wirklich das letzte Stückchen da laufen musst zum Auto oder so, dann freust du dich, dass es einen Walk-Modus hat, weil er muss wirklich nicht mehr schieben. So. Ich habe während übrigens Weihnachten habe ich ganz viel Bike-Downhill-Videos von Red Bull geguckt. Und habe mir dann anschließend überlegt, okay, mache ich nicht. Das ist irgendwie, denn das ist schon Wahnsinn. Aber das hier, ist das gut, das Fahrrad? Das Fahrrad an sich ist eine super Entwicklung. Leite MTBs und die Teile, die dran sind, machen halt dieses Fahrrad so besonders. Auch hier diese haptische, mach mal einen Gang selbst. Mach mal einen Gang. Also es fühlt sich echt cool an. Oder? Ja, es fühlt sich an wie also so ein richtiger Knopf, also nicht so ein Spielzeug. Ja, eben, also du kriegst auch eine haptische Rückmeldung. Was auch wichtig ist, weil du fährst ja vielleicht auch mit Handschuhen und dann muss es ja auch noch gehen. Ja. Das muss man sich anfühlen. Also, viel sagen, was bitte mal machen. Wir machen immer jetzt einen Gang, damit der Schalter unten nicht kaputt geht. Man hört so richtig, es klickt so richtig. Ja, das ist eine richtig schöne haptische Rückmeldung. Und die Remote-Taste ist so gemacht, also kannst du wirklich so einstellen, wie dein Finger das haben will. Und was total. Nach links, nach rechts, du kannst die Neigung einstellen. Was auch total. Aber für jemanden, der wirklich im Bikepark fährt, sind das schon Sachen, die das Fahrrad dann wirklich nochmal besonders machen. Und geht's kaputt, kannst du selber wechseln, kannst du sogar, ich sag jetzt mal, ins Ersatz. Du kannst beide Remotes aneinander machen, SRAM bietet die Möglichkeit und dann hast du dein Cockpit noch cleaner. Das ist ja schon clean für ein E-Bike, oder? Noch cleaner geht's. So, jetzt ist auch clean für ein normales Fahrrad. Also ein normales Fahrrad hast du die Schaltung etc. hier, ist ja alles Funk und das ist sauber. Jetzt klär mich mal auf, was ich nie gerafft habe in Deutschland, ist ja immer alles verboten, was nicht erlaubt ist. Darf ich mit so einem Fahrrad überhaupt im Straßenverkehr teilnehmen? Ja. Warum? Ja gut, du brauchst eine Klingel. Dann brauchst du noch Licht. Es hat aber keine Klingel und kein Licht. Aber warum halten mich die Bullen an? Sorry, ich nehme das zurück. Die Polizei an, wenn ich mit irgendeiner China-Schüssel mit Gasgriff fahre und hier. Gasgriff ist ja nicht erlaubt. Ja, gut, das ist ja auch nicht erlaubt, wenn ich jetzt hier ohne Licht. Das ist erlaubt, du brauchst halt nur Licht. Straßenverkehrszulassung, dann brauchst du halt Reflektoren vorne, hinten. Aber ist ja auch nicht dran. Aber das ist auf dem Mountainbike. Also im Wald darfst du damit fahren, aber auf Straße, damit darfst du nicht. So ist ja auch öffentlicher Straßenverkehr im Wald. Also gut, nein. Also im Wald darfst du damit fahren, ohne Licht, das ist nicht vorgesehen. Aber im Straßenverkehr, dann sollst du auch vom Autos gesehen werden, etc. Du brauchst halt eine Klingel, Reflektor vorne, hinten und Licht. Weil mich hat noch nie ein Polizist angehalten hier mit. Mich auch nicht, aber ich bin auch immer mit Reflektor und Licht unterwegs. Gut. Ja, schön. Also ich bin wirklich beeindruckt. Tolles Fahrrad. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es bei der Polizeigewerkschaft in der Farbe Blau gut ankommt. Ja, die Farbe ist hier sehr gelungen. Das ist ja von BMW Racing Team jetzt dieses Jahr hier abgenommen worden. Echt? Schön, ja. Das ist von deren Auto geklaut worden. Fehlen nur noch so, ich sag mal, seitlich jetzt irgendwelche Reflexionsstreifen, ein Blaulicht drauf und dann geht's ab in den Bikepark. Dann könnt ihr den Bikern dort mal die Leviten lesen. Warum sie denn ohne Licht und ohne. Lach nicht so blöd. So, da sind wir. Wir sind in Gießen bei Switchbike Bornemann. Dieses Jahr ist der Laden 100 Jahre alt und du bist die Hoodie-Generation, finde ich gut. Also bei uns waren die Leute immer Hoodie-Generation. Es gab keiner mit Anzug oder mit Krawatte. Bringt ja auch nichts mehr. Wird ja gar nicht mehr bezahlt seit der Pandemie. Ja, ist ja out. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Also oder bei uns kommen die Leute rein und sagen, ich fühle mich wie zu Hause. Es ist ja so chaotisch und das ist das Besondere. Du kannst ja vielleicht zeigen, also wir sind ja immer voll und wir haben jetzt Räder bekommen und. Es ist so chaotisch unser Laden wie, ja. Karl Lagerfeld hat gesagt, dass die Jogginghose die Selbstaufgabe ist. Genau, so sieht's aus. Also die Aufgabe des eigenen Selbst. So ähnlich hat er es gesagt, glaube ich. Ja, hier sind wir. Switchbike Bornemann, 7. Januar 2024. Brandneu. Die wahnsinnigsten Fahrräder der Welt mitten, alle denken, hey, Sprit wird teurer, was ist noch teurer geworden? Brot? Wasser, alles. Leider, auch Fahrräder. Krass, bei uns hast du gewusst, dass im Saarland die höchste Dichte an Prostituierten ist in ganz Deutschland? Nein, danke, dass du es mir sagst.
ich wollte es nur sagen, also die meisten, selbst dort sind die Preise massiv gestiegen, denn, nein, kein Witz, die Leute, also die, du weißt, in Frankreich ist das verboten, in Deutschland ist das ja ein Beruf, ja, zwar noch kein Ausbildungsberuf, aber, und dort, auch dort haben wir, ich glaube, hat eine Zeitung, eine große Tageszeitung hat eine Umfrage gemacht und die Preise sind um 35% gestiegen, das heißt, für 50 Euro kriegst du da nicht mehr so viel. Aha, danke schön. So, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal bei Switchbike Bornemann, ciao.